Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Bausimulator 2015. Und ja, es ist lange her, dass wir es gespielt haben. Jetzt kommt es wieder regelmäßig zum Erscheinungsdatum. Auch gleichzeitig ein neues DLC. Und zwar haben wir hier den Raupenbagger. Den Liebherr R956. Schöner neuer Bagger mit dem Spiel. Können wir ja mal einsteigen. Hören wir uns mal den Sound hier an. Einfach nice, oder? Achso, ups. So. Hat bestimmt ein dickes Ladesvolumen, das Ding hier. Wow. Oh, da kam die monatliche Abrechnung. Ja, mit dem Bagger freue ich mich schon zu spielen. Den werden wir auch bald in den nächsten Folgen sehen. Ich finde persönlich sehr gut gemacht. Ne? Sieht schick aus. Liebherr ist ja eh eine gute Marke, finde ich. Und dann haben wir noch den Liebherr A918 Bagger. Der ist mal ein bisschen schneller, da kommst du mal schneller mit zu A und B. Finde ich richtig nice. Ja, der hat was, ne? Steigen wir mal hier rein. Oh, der bewegt sich auch ziemlich schnell. Finde ich toll. Nice. Das sind auf jeden Fall die zwei neuen Fahrzeuge im Game für das DLC. Dann gibt es dazu natürlich zum Release dieser beiden dieses DLCs von den beiden Bagger hier, gab es auch gleichzeitig die Deluxe-Edition. Also es gibt jetzt auch die Bausimulator 2015 Deluxe Edition. Finde ich sehr nice. Die sind jetzt mit bei uns im Team. Habe ich uns mal eben gegönnt hier. Und ja, es geht die Tage wieder weiter mit dem Bausimulator. Heute die erste Folge, ich glaube zum Freitag. Ja, Freitag erste Folge. Dann kommt Sonntag wieder eine. Und ich hoffe, ihr habt immer noch Bock auf Bausimulator, weil ich habe es. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen spielen, ne? Habe ich schon Bock drauf. Wir waren übrigens noch an der Baustelle dran. Frage war, wo war die? Da war die Baustelle. Was mache ich denn hier? Und erstmal wieder reinkommen hier. So. Wo haben wir denn Baustelle? Baustelle. Baustoffhändler. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir machen mussten. Das ist schon ziemlich lange her. Taxikosten. Ach ja, hier waren wir dran. Schön. Müssen wir erstmal hier walzen. Ich würde auch mal sagen, wir holen uns mal eben den Walzer, steigen wir eben hier ein und bringen uns den hier hin. Jetzt nur wüsste. Raupenbagger. So. Der Walze dann zum Baustoffhändler. 398 Flocken. Aber gut, was will man machen, ne? So. Werden wir jetzt erstmal ein bisschen planieren. So. Anschalten. Los geht's. Ach, wie ich den Bausimulator vermisse. Ja, Toto wäre eigentlich schon dabei gewesen. Es ist gerade nur ein Problem. Es sind gerade Steam Summer Sales. Und das heißt, dass Steam da eher ein bisschen am Abkacken ist. Und Toto kommt leider nicht in den Shop rein. Und konnte sich deswegen jetzt nicht das DLC kaufen. Ich wollte euch das DLC jetzt aber mal ganz gerne zeigen, die zwei neuen Bagger, die dazu gekommen sind. Und deswegen, ja, mache ich jetzt erstmal eine Folge ohne den guten Toto. Ohne den guten Toto. Dann haben wir auch fast die 100 Folgen Bausimulator voll, Alter. 100 Folgen Bausimulator, Alter. Wo ich das damals angefangen habe, habe ich nie damit gerechnet, dass ich mal 100 Folgen Bausimulator mache, ey. Das ist unfassbar geil. Also ich finde zumindest cool, ne? Also, dass mir die Simulatoren doch so viel Spaß machen, habe ich eigentlich am Anfang gar nicht mit gerechnet. Ich habe eigentlich gedacht, so ein bisschen LS, das reicht, aber dann fand ich den Bausimulator und so weiter und so fort und ist halt einfach geiler Shit, ne? Da kann man nichts gegen sagen. Einfach geil. Wir planieren hier kreuz und quer. So wie sich das gehört, ne?
Weil wenn jemand eine Walze fahren würde, dann würde er das wahrscheinlich genauso machen. Ein bisschen zumachen. Ist schon echt schwer damit, mit der Walze hier zu fahren. Muss man ja schon mal sagen. Die lenkt sich nämlich nicht gerade locker flockig. Sondern eher gesagt ein bisschen schwer. Aber gut, das klappt schon. Komm schon. Wunderbar. Noch einiges planieren, ey. War ja ein bisschen besoffen durch die Gegend, habe ich das Gefühl. Hier haben wir noch einiges, was wir planieren können. Sofort. Ah. Hier und da noch ein bisschen planieren. Das ist hinter mir an dem Tisch erwischen, wie heute da dieses. So, dann haben wir es ja jetzt gleich paniert hier. Planiert. Panieren ist was anderes. Meine Freundin wird wieder frech hier. So, mach den Baustellenbereich frei mit der Walze hier. Aber wird super schön gewalzt, würde ich mal behaupten. So. Leck. Was ist jetzt hier? Oh, ich wollte schon sagen, was ist denn jetzt hier los? Oh ne. Müssen wir den Bereich hier wieder gießen, ey. Oh gut, das macht nichts. Kann ich mir. Doch, kann ich wohl. Und jetzt erstmal hier den Kran hier hin, ey. Oder? Kann ich doch hier hinstellen. Ja. Der Bereich ist dicht. Und sagen. So. Jetzt gehen wir erstmal zum Firmengelände der Stadt. Und da. Den brauchen wir. Vorne ist der schöne Bohrer. Ah, das ist der falsche. Da vorne einsteigen. So, jetzt holen wir uns erstmal den Krug da. Muss mal die Kamera ausmachen, Mann. So. Laden wir uns erstmal den da auf. Entschuldigung jetzt für die lauten Geräusche. Da ist ja noch Beton drin. Der müsste doch schon hart sein, oder?
So, laden wir uns den mal schnell auf hier. Dann bringen wir den zur Baustelle. Und den Mixer und so lassen wir uns auch anliefern. So. Machen wir den noch schnell fest. Ladung befestigen. Wieder einsteigen. Stützfüße einfahren. Ja, so lange kein Bausimulator gespielt. Der Zement muss trocken sein. Da geht ja gar kein Weg dran vorbei. Ey. So. Und dann fahren wir ihn mal direkt zur Baustelle. Wollen wir uns aber noch mal eben markieren. Wo war denn die Baustelle da? So. Oh, wer hat's vermisst, die heißen, rasanten Fahrkünste hier von mir im Bausimulator? Fahr doch, du blauer Bus-Typ-Gedöns. Und los geht's. Ich muss hier noch ein bisschen Gas geben und überholen. Bremsen. Ja, ich weiß, Vorfahrt 8 ein Schild, mir scheißegal. Der stand ein bisschen im Weg. Oh, da ist das Schild weggeflogen. Fahren wir auf die Baustelle direkt mal drauf, so. So. Können wir hier erstmal die Ladung lösen. Und mit dem Kran aufladen. So. Oh Mann. Ach, da ist der Punkt. Ich wollte schon sagen, wo bleibt denn der Punkt? Oh, ich fahre wieder zurück. Falschen Knopf, ey. Ich habe fast alles vergessen hier. So. Runde der Miet. Und dann hier ein bisschen gießen. Den Beton, ne? Hat sich auf jeden Fall nichts geändert. Ich mag auf jeden Fall immer noch nicht dieses doofe. Oh. Was mach ich denn da? So. Oh, der ist ja auch noch gut voll, ey. So. Nicht so schnell. Ich muss eine andere Sicht nehmen. V war das hier, ja. So. So geht's ja schon besser, ey. So viel wackeln. Muss das ein bisschen meidiger machen. Das wackelt viel zu viel. Und hier noch. Machen wir mal alles voll. Alles voll. Alles voll. Oh, nicht auf dem Boden da. Alter, das ist viel zu schnell. Warum ist das denn so schnell auf einmal, ey? Weitergießen. Nein. Zumachen. Was, du musst der Pritschenwagen jetzt da weg?
Tatsache, ey. So, ich denke, der ist weit genug aus dem Bereich. Kann ich hier rüber hüpfen? Komm schon. Kann ich nicht. Kann ich nicht. So. Bringen wir noch in den Pritschenwagen hier weg. Machen wir hier mal direkt rückwärts raus. Anders rückwärts. So. Ein Container. Ja, meine lieben Freunde. Die neue Schule. Genau, wir waren die Schule am machen. Ja, und in dem Sinne, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut die Tage wieder vorbei. Dann ist der Toto auch wieder damit dabei. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.